Hey liebe Campingfreunde, ich bin's euer Max von Camperland Bong und ihr sucht das perfekte Reisefahrzeug, um zum Beispiel nach Norwegen zu fahren mit Blick auf den Fjord oder nach Spanien sich die schönen Küsten anzuschauen, dann schaut euch jetzt mal hinter mir das Fahrzeug an. Hobby Optima und Tour T65GE, ja, der perfekte Reisebegleiter. Und bevor wir jetzt starten, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken und jetzt viel Spaß mit unseren Highlights. T65GE, für was steht denn das G und das E? Das G steht für die Garage hinten im Heckbereich und das E steht für die Einzelbetten, die sitzen direkt über der Garage. Und das heißt aber nicht, dass ihr jetzt getrennt schlafen müsst. Man kann die dank einer Bettverbreiterung, die optional erhältlich ist, zu einer großen Schlafwiese umbauen. Das zeige ich euch gleich, wenn wir auch im Fahrzeuginnenraum einmal angekommen sind. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Maßen. Länge und Breite. Gesamtlänge sind 7,8 Meter und die Breite beträgt 2,33 Meter. Und ihr merkt schon, das ist wirklich der perfekte Reisebegleiter. Die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, das sind 2,87 Meter. Und die Innenstehhöhe, und das ist eine gute Info für die großen Menschen unter euch, die ist 2,05 Meter. Riesig also. Ja, und weil das schon so viele Zahlen war, blenden wir euch die Gewichte an der Stelle einmal ein. Wir haben nämlich jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 2916 Kilo. Und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 3,5 Tonnen. Das bedeutet für euch, ihr habt noch eine Zuladung von 584 Kilo. Das ist mehr als genug. Man kann aber auch optional das Fahrzeug natürlich noch auflasten, zum Beispiel auf 3,65 Tonnen. Das geht einfach auf dem Papier. Und wenn ihr dann noch mehr haben möchtet, dann geht das noch dank der Zusatzluftfedern. Die können wir zum Beispiel bei uns nachrüsten auf 3,85 Tonnen. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Exterieur. Kommt mit! Wir starten einmal mit dem Chassisfahrzeug und das ist serienmäßig der Citroën Jumper mit 2,2 Liter und 140 PS. Wer den noch ein bisschen spritziger haben möchte, der kann den optional auch mit 165 PS bestellen. Und was mir besonders gut gefällt, man erkennt von weitem, dass es ein Citroën ist. Man hat hier diese schöne Chromspange drin. Ja, und das wirkt doch einfach sportlich und automotiv. Wer jetzt noch optional Nebelscheinwerfer haben möchte, der kann die natürlich mitbestellen. Die sitzen einmal hier unten. Die kann man natürlich auch noch nachrüsten und man kann das Fahrzeug auch noch optional mit dem LED-Tagverlicht bestellen. Genug zum Chassisfahrzeug, wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel hier unser Fahrzeug mit den Leichtmetallfelgen bestellt. Serienmäßig kommt der On Tour mit den Stahlfelgen und wir sind dann jetzt auch schon so langsam im Aufbaubereich und wir gucken uns einfach mal die Silhouette an. Ich finde ihn echt stilvoll, man hat so einen sehr dezenten Dekorstreifen. Das lässt einfach noch Platz für Individualität. Man hat jetzt hier auf dieser Vorzeltseite, nenne ich es mal, zwei Fenster. Optional könnt ihr noch ein Fenster mitbestellen. Das hat man dann hier in der Tür. So ein längliches Fenster, das man sehen kann, wer vor der Tür steht. Und wir haben hier auf dieser Vorzeltseite auch noch einmal den Einlass und den Auslass von unserem Kühlschrank. Und der ist sogar verdammt groß. Und wie groß, das seht ihr gleich im Fahrzeuginnenraum. Jetzt gehen wir aber mal weiter, weil hier ist nämlich einmal der Gasflaschenauszug. Ich mache den mal auf. Schaut mal, ich habe schon eine Gasflasche reingestellt. Super praktisch, serienmäßig natürlich mit dabei. Man muss die Flasche da gar nicht groß reinheben. Ihr zieht euch einfach hier diesen Schlitten raus. Jetzt haben wir hier Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Man kann natürlich auch optional 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen. Ich habe mal eine Gasflasche angeschlossen, damit ich gleich euch im Fahrzeuginnenraum auch was zeigen kann. Und ihr seht auch schon richtig, hier ist einmal schon so eine Vorrichtung. Da kann man die Duo Control oder die Mono Control nachrüsten. Ja, und das ist auch ein ganz spannendes Thema für sich. Das haben wir euch nochmal separat erklärt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr nochmal den Christian, der das mit euch nochmal durchgeht. Das schieben wir mal wieder zurück. Gehen eine Etage weiter. Ja, und ich hatte eben schon gesagt, G steht für Garage. Und das ist die große Heckgarage hier in diesem Fahrzeug. Ja, und groß. Das stimmt doch mal richtig. Hier kriegt man jede Menge rein. Tisch, Stuhl, vielleicht die Fahrräder, vielleicht ja ein kleines Boot. All das, was man so mitnehmen möchte. Man hat hier auch, und das ist serienmäßig auch schon integriert, Zurösen, ja, damit man hier auch mal richtig was fixieren kann. Also ganz clever und natürlich Licht darf auch nicht fehlen, damit man auch hier im Dunkeln was findet. So, wir schließen das mal, kommen mal Richtung Heck. Und man erkennt einfach schon von Weitem, dass es ein Hobby ist. Man hat hier diese Heckleuchten drin, was mir besonders gut gefällt. Ja, wenn es dunkel ist, da ist so ein LED-Band drin, werdet ihr einfach noch besser erkannt. Und man hat jetzt hier einfach auch noch Platz, ja, um sich da noch zu individualisieren. Man kann natürlich noch einen Heckfahrradträger wählen, wenn man möchte. Der sitzt dann hier. Da können bis zu 4 Fahrräder drauf platziert werden.
achtet da immer nur drauf, die Schiene ist dann auch auf der Höhe. Also es ist recht hoch, man braucht ein bisschen Kraft, wenn es E-Bikes sind, oder man macht es einfach zu zweit. Wer das nicht möchte, der kann einfach eine Anhängerkupplung mitbestellen. Die ist natürlich tiefer und auf der Anhängerkupplung kann man dann zum Beispiel auch die Fahrräder drauf platzieren mit so einem Fahrradhalter. Kommt mal mit, wir gehen mal weiter. Hier haben wir einmal die zweite Garagenklappe. Das ist quasi durchgängig. Ich öffne das mal fix. Dann werfen wir da mal einen Blick rein. Schaut mal, einfach nur von der anderen Seite. Aber hier sitzt einmal unsere Heizung. Serienmäßig mit dabei die Truma Kombi 6. 6000 Watt Heizleistung mit einem 10 Liter Warmwasserboiler, so dass man auch ausreichend warmes Wasser hat, wenn man duschen möchte. Und dass man natürlich auch in die kalten Jahreszeiten reinfahren kann, ohne dass man friert im Fahrzeug. Wir schließen das mal und gehen auch mal weiter, weil hier sitzt einmal, also hier ist ja die Heizung und direkt daneben sitzt natürlich einmal der Auslass von unserer Truma Kombi Heizung und hier sitzt einmal unsere Klappe zur Toilettenkassette hin. Schaut da mal rein, hier ist die Kassette, die ziehen wir jetzt einfach mal raus und die ist sogar in diesem cleveren Trolley-System. Ja, wenn man die jetzt entleeren möchte, müsst ihr die nicht tragen. Schaut mal hier mit Rollen drunter. Könnt ihr die ganz einfach hinter euch herziehen. So, wir tun die mal zurück. Auch praktisch, ja, wir haben hier vorne noch so ein bisschen Platz. Ja, ich stelle mir da immer gerne so eine kleine Bütte hin, wo ich meine Toilettenchemie reintue und die Sachen, die ich so für die Toilette brauche. Dann hat man das alles sauber beisammen. Hier ist kein Fach. Das ist eine Serviceklappe, so dass man hier ganz einfach und sparsam an die ganzen Schläuche drankommt, wenn da mal was sein sollte. Also Hobby denkt da definitiv mit. Und links daneben, da sitzt einmal unser großer Frischwassertank. Der sitzt unter der Sitzbank und der fasst 100 Liter. Der Abwassertank von dem Wohnwagen, der befindet sich unter dem Fahrzeug. Der fasst 96 Liter. Entleeren kann man den hier über den Stutzen. Hobby gibt euch serienmäßig auch noch so eine Verlängerung mit, falls man sich so ganz diese Entsorgungsstation getroffen hat. Daneben sitzt einmal der CE-Stecker, Hauptstromversorgung von unserem Reisemobil und vorne am Chassisfahrzeug wieder angekommen, sitzt unser Kraftstofftank natürlich, also da können wir es befüllen, der fasst 90 Liter und der AdBlue-Tank, der fasst 20 Liter. Ja, und es ist so richtig windig gerade, deswegen gehen wir jetzt einmal rein ins Fahrzeug. Kommt mit! So! Wir starten einmal hier vorne im Cockpit. Wir beginnen einmal links bei mir auf der Seite. Wir haben einmal hier die elektrischen Fensterheber natürlich mit dabei. Wir haben die Möglichkeit hier ganz einfach die Spiegel einzustellen und schaut mal einen großen Spiegel und unten nochmal eine Spiegelerweiterung. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das klassische Lenkrad, was serienmäßig mitgeliefert wird. Optional kann man das natürlich mit Leder bestellen. Dann ist auch hier der Schaltknopf mit so einem Lederbezug. Tempomat darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem Fahrzeug, serienmäßig mit dabei. Und jetzt haben wir hier bei unserem Fahrzeug noch nicht das Navigationssystem mitbestellt. Das kann man nämlich jederzeit auch nachrüsten, ganz einfach. Dann natürlich auch mit der Rückfahrkamera. Diese Rückfahrkamera ist auch schon serienmäßig vorbereitet. Unten drunter die Möglichkeit, es ja hier schön warm zu machen oder kalt zu machen während der Fahrt. Kommt ja immer darauf an, wo man hinfahren möchte. Man hat hier nochmal ganz clever Ablagemöglichkeiten für eure Getränke. Und damit zum Beispiel die Smartphones oder was anderes geladen werden kann während der Fahrt, haben wir einmal einen USB-Anschluss und natürlich einmal einen 12-Volt-Anschluss. Ja, und wer noch ganz klassisch unterwegs ist, ja, oder ganz modern, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, der hat hier einmal einen Halter, ja, entweder für Kartenmaterial, ja, oder vielleicht für das iPad. Also da seid ihr ganz flexibel, serienmäßig mit integriert. Man hat so ein leicht gekühltes Fach hier oben für die Kaltgetränke. Und hier haben wir natürlich nochmal ein Handschuhfach. Rechts auf der Seite in der Tür, schaut mal, ganz praktische Ablagen. Da haben wir auch schon mal eine Flasche reingestellt, um euch das zu zeigen. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Wohnbereich. Und dafür kann ich ja hier diese Sitze drehen. Fahrer-Beifahrersitz und die nennen sich Captain Chairs. Ja, und das heißt, hat einfach den Namen daher, dass man hier wirklich sitzt wie ein Captain. Man hat hier sogar diese Armlehnen, super praktisch. Und wir haben jetzt unsere Captain Chairs hier mit dem Wohnraumstoff bestellt. Wenn man das nicht mitbestellt, dann hat man in dieser On-Tour-Baureihe so gelbliche Sitze. Ich finde das nicht so schick, deswegen haben wir es einmal mitbestellt. Ja, und jetzt drehen wir einmal den Sitz. Das geht auch einfach. Hier ist die Arretierung. Einmal zur Seite weg und dann klappt das schon. So. Und jetzt sind wir schon im Wohnbereich angekommen.
Und hier im Wohnraum, ihr merkt es schon, wie durchleuchtet das Ganze ist. Ja, und das liegt daran, dass man einfach viele Fenster integriert haben. Unter anderem auch serienmäßig das Panoramafenster hier, was sich hier oben befindet. Man kann das übrigens auch noch öffnen. Man hat natürlich, und das an allen Fenstern, hier ein Fliegen-PC mit dabei und die Möglichkeit, das Ganze abzudunkeln. Praktischerweise hier oben auch nochmal so eine offene Ablage. Gefällt mir ganz gut. Da kann man so ein paar Kleinigkeiten reinlegen. Ich habe da auch immer gerne Boxen drin, dass das gut sortiert ist. Ja, und man merkt schon, hier in diesem Hobby Optima und Tour, obwohl es Hobby als Einsteiger betitelt, es ist kein Einsteiger, weil Hobby ist wirklich designverliebt. Die lassen sich wirklich clevere Sachen einfallen. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Staufächer an. Ich öffne die mal, die sind hier mit so einem Knopf arretiert. Die machen wir mal auf. Hier nochmal clever unterteilt. Man kann hier übrigens diesen Boden auch rausnehmen. Dann hat man so ein hohes Fach. Wir schließen das mal, drehen uns mal fix um. Schaut mal, hier ist auch nochmal ein Fächlein, was man nutzen kann. Damit man auch hier in diesem Sitzgruppenbereich, Wohnbereich Licht hat, haben wir hier diese Schwanenhalslampen überall. Die machen wir mal kurz an. Zack. Jetzt seht ihr mal, wie schön das ausgeleuchtet ist. Ich setze mich aber jetzt noch mal ganz kurz hier in den Captain Chair rein, weil ich will euch einfach mal zeigen, wie viel Platz man hat. Ja? Wenn die Besucher mal kommen, die Kinder, die Nachbarn, dann kann man hier 1, 2, 3, 4, 5 Personen platzieren. Ein Schlechtwettertag kann man somit super nutzen. Man kann zusammen was essen, man kann Karten spielen. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, hier diesen Tisch sich einmal zu verlängern. Ja? Und das ist doch einfach super praktisch. Das Fahrzeug kann jetzt im Fahrtbetrieb mit 4 Personen, also 4 Personen können mitgenommen werden. Wir haben nämlich jetzt hier nochmal bei den Sitzen natürlich nochmal die Anschnallgurte. Ich verstecke gerne immer die Anschnallgurte dann, wenn ich am Campingplatz angekommen bin oder an meinem Stellplatz. Dann ist das einfach so ein bisschen wohnlicher. Ja, und wenn jetzt hier noch ein Bett gewünscht ist, der kann jetzt hier optional noch einen Bettumbau mitbestellen. Man kann das auch übrigens nachrüsten und dann wird dieser Tisch abgesenkt. Und dann hat man hier die Möglichkeit, das einzusetzen. Und wie das aussieht, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein und damit auch die Bettmaße. Jetzt stehe ich nochmal auf, weil man hat natürlich auch Stauraum hier. Der erste Stauraum, der beginnt einmal hier vorne. Ja, und jetzt kann ich das hier aufrichten. Das ist natürlich aufwendig. Deswegen hat Hobby sich was Praktisches ausgedacht. Direkt hier haben wir einmal die Beladungsmöglichkeit. Das ist perfekt natürlich, wenn man dann einmal reinkommt. Die Tür ist noch offen, man tut da seine Schuhe rein. Dann hat man die schon direkt clever verstaut. Und hier unter dieser Sitzbank, da befindet sich ja der Frischwassertank. Den zeige ich euch aber mal gerne, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt, wie sowas aussieht. Ich mache hier nur mal kurz das Polster hoch. Öffne das mal. Ja, und da sehen wir unseren riesen Frischwassertank. 100 Liter fasst er ja. Man hat jetzt da oben die Möglichkeit, diesen Tank zu entleeren. Das ist ein Tank. Der hat aber trotzdem hier nochmal so 2 Öffnungen, dass man den auch mal perfekt sauber machen kann, wenn der Urlaub beendet ist. Und dieses Thema sauber machen von einem Frischwassertank und wie reinigt man alles, das haben wir euch auch nochmal separat erklärt. Schaut da auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr nochmal den Christian, der das mit euch nochmal ganz in Ruhe durchgeht. So, wir machen das mal hier wieder ordentlich. Und für die, die jetzt noch gerne Fernsehen schauen möchten, die können das natürlich auch noch hier nachrüsten. Schaut mal hier oben. Hier oben haben wir nämlich die entsprechenden Anschlüsse. Wir haben hier einmal einen 12-Volt-Anschluss. Wir haben hier einmal ein Koax-Kabel und einmal den 230-Volt-Anschluss. Also da haben wir die passenden Anschlüsse serienmäßig mit dabei. Hier kann man den Gelenkhalter nachrüsten. Dann kann man jetzt hier natürlich perfekt aus den beiden Sitzen vorne im Fahrerhaus schauen. Man kann den Fernseher aber auch hier in diesen Mittelbereich schieben, umdrehen. Ja, und dann hat man die beste Sicht aus dem Bett, auch das geht. Man kann natürlich auch noch im Bettbereich einen Fernseher nachrüsten. Ja, und ihr merkt schon so langsam, ich stehe hier schon Richtung Küche oder in der Küche. Und hier beginnen wir auch mal bei den Staufächern. Wir werfen hier mal einen Blick rein. Dreifach unterteilt. Also da könnt ihr wirklich alles mitnehmen. Teller, Tassen, Schalen, all das, was man so mitnehmen möchte. Hier in diesem mittleren Fach, da finde ich, da eignet sich immer perfekt, das eignet sich mal perfekt für eine Kaffeemaschine. Vielleicht auf so einem Schlittensystem, dass man die rausziehen kann, dass man gut an den Wassertank kommt. Und den 230 Volt Anschluss, den können wir natürlich bei uns noch nachrüsten für euch. Also finde ich ganz clever integriert. Diese Böden, die kann man auch rausnehmen, wenn man möchte. Und natürlich während der Fahrt immer darauf achten, dass alles richtig verriegelt ist und auch alles befestigt ist, damit das hier nicht wandern geht. Wir schließen das mal, gehen eine Etage tiefer. Und dann haben wir hier mal unser Kochfeld. Das ist getrennt. Hier ist der Kocher. 3 Flammkocher serienmäßig mit dabei und mit integriertem Piezozünder. Schaut mal hier, ganz einfach geht das. Knopf reindrücken,
zack und schon ist die Flamme einmal an. Jetzt kann man das natürlich perfekt dosieren und man kann natürlich auch praktisch an all drei Kochflammen gleichzeitig arbeiten, kochen, das, was man so machen möchte. Und wenn man das mal hier sauber machen will, dann geht das super einfach, weil man kann einfach hier dieses Rost rausnehmen. So. Kurz gucken, dass ich mir nicht die Hände verbrenne. So, jetzt habe ich es einmal rausgenommen. Dann wischt ihr hier einmal sauber durch. So einfach geht das. Ich setze das mal wieder ein. Ja, und wenn dann der Abwasch mal ansteht und das Spülhaus ist zu weit weg oder ihr habt nicht die Möglichkeit am Stellplatz, dann hat man natürlich hier auch eine wirklich großzügige Spüle. Die ist recht groß. Da kann man natürlich super auch mal sich die Hände waschen oder andere Sachen machen. Und wir schließen das mal. Wir kommen mal eine Etage tiefer. Wir kommen mal hier zu den Schubladen. Die kann man nämlich praktischerweise noch gut beladen. Hier oben haben wir einmal den Besteckschubladeneinsatz mit dabei. Wir haben hier sehr gut zugänglich die drei Absperrventile für die Gas-N-Verbraucher. Man erkennt schon an dem Piktogramm, für was steht. Einmal hier fürs Kochfeld, für den Kühlschrank und einmal für unsere Kombiheizung. Wir schließen das mal. Diese Fächer haben serienmäßig Soft-Close-Scharniere integriert. Hier auch nochmal, ja, perfekt für Pfannen und für Töpfe. Das haben wir ja hier überall. Schaut mal. Das kann man auch alles hier wunderbar beladen. Hier auch nochmal, alle mal aufgemacht, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was man so mitnehmen kann. Hier in der Mitte haben wir nochmal so offene Ablagen, wo man perfekt mal was reintun kann, dass man da schnell dran greifen kann. Und hier oben, das ist so ein Gewürzfach für mich. Ja, also da passen perfekt diese kleinen Gewürzdöschen hin. Die sind da auch für die Fahrt so ein bisschen arretiert, weil hier so eine kleine Lippe ist, dass die Sachen da nicht rausrutschen können. Und dann sitzt ja hier einmal der Kühlschrank. Und über dem Kühlschrank haben wir auch nochmal Beladungsmöglichkeiten. Vielleicht so ein kleiner Vorratsschrank. Und jetzt kommen wir mal zum Kühlschrank. Ja, und der ist einfach riesig. Ich öffne den mal für euch. Schaut euch das mal an. Ganz clever nochmal unterteilt. Man kann ja auch die einmal in der Höhe verstellen. Man hat ein Gefrierfach serienmäßig mit dabei. Und das ist jetzt ein Absorberkühlschrank. Also das bedeutet, der kann über drei Energiearten laufen. Über 230 Volt am Campingplatz, über 12 Volt während der Fahrt oder ganz autark über Gas, wenn man möchte. Ja, und wenn man jetzt mal nachts Durst hat, dann müsst ihr gar nicht aufstehen. Schaut mal, man kann ihn sogar von der Bettseite aufmachen. Ganz praktisch. Unter dem Kühlschrank haben wir auch nochmal ein Staufach. Ich bück mich mal, ich öffne das mal. Ja, so ganz klein ist das, weil hier ist auch die Bordelektronik versteckt. Schaut mal, da ist einmal der Sicherungsautomat mit dem FI. Wir schließen es mal und machen mal weiter. Weiter mit dem Badbereich. Und der ist ja hier einmal gegenüber von der Küche. Und es beginnt für mich schon draußen. Hört mal, das ist ein richtiger Türgriff, wie man es von zu Hause kennt. Ja, und das ist einfach gebaut fürs Leben. Und dafür steht Hobby. Ich öffne mal die Tür und schaue euch mal dieses tolle Bad an. Ein richtig schönes, kompaktes Bad, wo alles drin ist, was man braucht. Und man kann sich vor allem auch bewegen, was ja wichtig ist. Ich gehe einfach mal rein, damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt. Erstmal natürlich ist es wichtig, dass man die Sachen hier gut verstauen kann. Deswegen haben wir hier oben im Spiegelschrank nochmal so ein paar Einlagemöglichkeiten, wo eure Hygieneartikel reinkommen können. Wir haben hier eine schöne Ausleuchtung. Wir haben hier ein schönes Waschbecken integriert. Unter dem Waschbecken haben wir einmal noch eine Beladungsmöglichkeit für Hygieneartikel. Die Toilette sitzt hier einmal jetzt gerade so ein bisschen in der Parkposition. Das heißt, wenn man die nutzen möchte, dann dreht ihr euch die einfach. Dann geht das alles so ein bisschen einfacher. Ich drehe die mal wieder zurück. Und das heißt ja Kompaktwaschraum, weil man hier drin auch richtig duschen kann. Und das haben die ganz clever integriert von Hobby. Weil wir haben hier einmal die Möglichkeit, hier das hier umzulegen, ja, dass das hier schon mal geschützt ist. Auf der anderen Seite habe ich einmal so ein PC. Das löse ich hier oben mal, was ich zuziehen kann. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Duschmöglichkeit geschaffen. Und vor allem ist die auch groß. Also ich selbst, damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt, ich bin 1,88 groß, ich wiege 94 Kilo und ich habe hier Platz. Man kann sich hier drin super bewegen. Man hat die Möglichkeit, hier auch mal zu lüften, wenn man duscht, damit hier einfach die Feuchtigkeit raus kann. Und wenn man dann zum Beispiel mal ein nasses Handtuch hat, dann kann man das ja entweder hier aufhängen, aber man hat ja auch eine Wäscheleine mit dabei. Ja, und dafür steht einfach Hobby. Schaut euch das mal an. Serienmäßig mit integriert. Ja, und Hobby ist einfach designverliebt. Die stehen für so innovative Ideen. Und das macht für mich immer den Unterschied aus. So, wir fahren uns mal wieder hier rein. Zack. Und wir kommen mal wieder raus, weil wir machen weiter mit dem Bettbereich. Eigentlich ist das das Wichtigste. Im Urlaub muss man einfach gut schlafen. Und erst dann ist man so richtig erholt. Und das kann man definitiv wirklich sehr gut hier in diesem großen Bett vor allem.
Und wir beginnen aber mal mit den Staufächern, die wir hier oben haben. Linksrum überall Staufächer. Man kann also alles super beladen. Kleider, T-Shirts, Pullover, Unterhosen, Socken, all das kann man doch hier wunderbar unterbringen. Schaut mal hier. Ja, das geht hier so komplett einmal durch. Also auch hier, ne, die gleiche Größe an Staufächern. Man hat jetzt hier ein riesen Bett mit dabei. Ja, und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und jetzt haben wir unser Fahrzeug hier mit der Bettverbreiterung bestellt. Deswegen sehen wir hier auch einmal noch so ein Kissen drauf liegen. Und Bettverbreiterung bedeutet, dass man jetzt hier dieses mittlere Element, wo ich gerade meine Füße noch habe, einmal zuziehen kann. Das machen wir mal ganz kurz, damit ihr das mal seht. Hier ist nämlich einmal die Arretierung. Wir lösen das einmal. Dann zieht man das raus. Hier sehen wir schon unsere Leiter. Auch ein ganz cleveres Fach. Die nimmt man sich, die hängt man dann hier einfach ein. So, oben was noch eingepackt ist, dieses Polsterelement kann hier zwischenkommen. Und dann haben wir ein großes, wirklich sehr großes Bett geschaffen. Wir machen das hier mal wieder zu, schieben das zurück, weil man hat natürlich auch noch hier Staufächer. Einmal hier auf der Seite, da haben wir zum Beispiel unser Kamera-Equipment reingetan. Hier haben wir aber oben einmal, guck mal, eine Stange drin. Da kann man also mal Hemden, Blusen oder Jacken aufhängen. Das Fach ist übrigens auch beleuchtet. Hier müssen wir nur noch die Batterie einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch mal ein Fach, was jetzt hier noch mal unterteilt ist. Und wir haben hier in den Trittstufen noch mal ein Fächlein. Schaut mal da. Und hier unten ist eine Service-Luke. Ich mache das mal mit meinem Fuß auf, dass man da an die ganzen Schläuche drankommt, so dass das Ganze einfach viel wartungsärmer ist. Auch hier haben wir noch mal ein Staufach. Ich öffne das mal hier. Schaut mal hier, da passt übrigens perfekt hier auch dieses Zwischenkissen für diesen Bettumbau rein, aber natürlich auch noch vieles andere. Und ihr seht auch schon hier das Lattenrost. Ja, und Hobby legt einfach Wert auf Schlafkomfort. Und wir haben jetzt hier Fiberglaslatten integriert und jeder hat ja eine andere Farbe. Die Farben stehen für einen Härtegrad, die kann man dann nochmal untereinander tauschen. Danach kann man das einfach, sich das hier noch ein bisschen gemütlicher machen. Und jetzt gehen wir mal Richtung Tür, weil Richtung Tür haben wir noch zwei Steuermodule. Einmal Hobby Connect, ganz cleveres System. Schaut mal da oben, da können wir einmal das Licht an- und ausmachen. Wir können sehen, wie voll sind unsere Batterien, unsere Starterbatterie. Den Frischwassertank können wir ablesen und wir können natürlich das Ganze mit unserem Handy verbinden. Ja, und das macht das Ganze so, ja, so smart an der Stelle. Man kann das auch alles übers Handy steuern. Man kann darüber sogar die Heizung anmachen, eine Gradzahl vorgeben. Und das macht es praktisch. Wenn ihr jetzt nicht so handyaffin seid, kein Problem. Die Heizung kann man auch ganz normal hier über das CP-Plus-Modul anmachen. Auch da geht das Ganze gradgenau. Ganz angenehm, man kann die Warmwassertemperatur einstellen, wenn man möchte. Und auch das Panel haben wir euch nochmal separat erklärt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da hat der Christian euch das nochmal gezeigt. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit. Und fürs Fazit gehen wir wie immer einmal nach draußen. Was ein tolles Reisefahrzeug, der Hobby Optima On Tour T65GE. Ein Fahrzeug perfekt für 2 bis 4 Personen. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne an. Wir kommen hier aus dem Rheinland. Wir haben 3 Standorte in Kerpen, in Wesseling und hier im schönen Rheinbach. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Und wir liefern natürlich deutschlandweit und in die umliegenden Länder aus. Ich freue mich auf euch. Bis bald, euer Max.